Yo, Boys und Girls, und herzlich willkommen hier bei Hall for the Game mit mir, dem Daniel, und einem erneuten FIFA 16 Video. Und zwar heute das letzte Mal Skillspiele, zwar Schießen. Und was ist eigentlich los zurzeit mit mir? Ich bin ziemlich inaktiv auf YouTube geworden. Das letzte Video vor 2 Wochen, das ist schon sehr lange her. Und warum eigentlich? Ich hatte jetzt vor 2 Wochen circa meinen 18. Geburtstag. Verdammt, falscher Account, geil. Egal, machen wir es trotzdem hier. Ich hatte vor 2 Wochen meinen 18. Geburtstag, das heißt, ich kam eigentlich gar nicht dazu, irgendwas aufzunehmen. Ich war jetzt die letzten Wochen nur feiern am Wochenende, und unter der Woche bin ich natürlich berufstätig, wie manche schon wissen. Und da komme ich natürlich auch nicht wirklich dazu, Videos zu machen. Da komme ich spät nach Hause und denke mir dann immer so, wow, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr und so. Und dann lässt man es doch mal sein, und deswegen kam ich jetzt auch nicht dazu. Und FIFA allgemein ist jetzt so das Problem, dass ich das eher seltener spiele zurzeit. Ich habe mir ja Call of Duty Black Ops 3 geholt, spiele das ziemlich aktiv momentan. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob ihr auch ein paar Black Ops Videos sehen wollt. Das könnten wir mal machen, so ein bisschen Commentary-like, so wie sonst eigentlich auch. Ich starte einfach mal im Hintergrund, weil sonst labere ich die ganze Zeit. Dann könnten wir das mal ein bisschen machen, weil da bin ich, wie gesagt, momentan aktiv dabei. Aber ansonsten, FIFA ist irgendwie ein bisschen, wie sagt man's, die Laune raus, die Freude am Spiel, Spaß am Spiel ist ein bisschen raus. Ich zock gelegentlich noch Ultimate Team, aber das auch nicht mehr so aktiv wie am Anfang. Oha. Und, Alter, man merkt schon, ich bin richtig raus. Aber ey, YOLO. Nee, wie gesagt, wir könnten das mal so machen. Ihr müsst mir halt einfach Bescheid sagen, ob ihr es auch gern mal sehen möchtet. So ein bisschen Black Ops 3 Commentaries kann ich mal raushauen. Das ist ja auch mal so eine Alternative, wie gesagt, zu dem, dass ich halt jetzt kein FIFA momentan spiele und deshalb auch keine Videos mache. Wahrscheinlich. Ansonsten, was gibt's noch? Hier Star Wars Battlefront, das spiele ich auch inaktiv. Ich habe jetzt insgesamt 25 Spiele in. Wow, ich habe doch direkt gedrückt. Ich habe insgesamt 25 Spiele in dem Spiel gemacht. Und es ist halt schon extrem wenig. Aber es fesselt mich halt auch nicht. Wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe. Suarez, heftiges Biest. Und deswegen eigentlich nur noch, wenn ich zock, Black Ops Stizzle und so. Das ist halt für euch ein bisschen scheiße, die mich hier für FIFA abonniert haben. Aber ich denke, es kommt wieder eine Zeit, es kommt wieder eine Zeit, wo ich ein bisschen mehr Laune und Spaß an FIFA habe, und da kommen dann auch wieder die Videos gepflegt nach draußen zu euch natürlich. Aber im Moment, so wie es halt aussieht, ist die Luft schon im Dezember, und das muss man echt schon dazu sagen, es ist Dezember, wir haben vielleicht die Hälfte der FIFA-Season rum circa, und bei mir ist halt schon die Luft draußen. Alter, warum treffe ich nichts da ruck? Und bei mir ist halt schon die Luft raus, und es war eben kein FIFA-Teil, Alter, in keinem FIFA-Teil so wie in diesem. Und ach du Scheiße. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das halt dann so bei mir aussieht mit dem Spaß und mit der Laune an FIFA. Aber, weil eigentlich die Leute, die mich kennen, ich spiele gern FIFA und so, und spiele es auch aktiv. Ich hatte ja damals schon die übelsten Anzahl von Spielen in einer Saison, knapp 4000 circa. Ist für manche halt nicht so viel, aber für mich ist es schon extrem viel. Und jetzt bin ich bei circa 300 Spielen. Das ist halt, ja, das ist halt ziemlich traurig im Gegensatz zu den anderen FIFA-Teilen. Aber ich hoffe, dass das vielleicht dann zu FIFA 17 ein bisschen besser wird. Und ich krieg gerade die Challenge hier nicht hin. Aber wie gesagt, einfach mal ein bisschen Geduld haben. Gebt mir auch ein Feedback bezüglich Call of Duty, ob ihr da ein bisschen was sehen wollt, weil die meisten sind wahrscheinlich abgeneigt hier von Call of Duty. Weil ich bin so shit in dieser Übung. Die meisten sind wahrscheinlich hier abgeneigt von Call of Duty, deswegen kann ich es verstehen, wenn ihr es eigentlich nicht sehen wollt. Aber dass ihr halt wenigstens so ein Backup hättet, anstatt jetzt keine Videos, dass ich halt dann stattdessen halt ein paar andere Games spiele. Assassin's Creed habe ich zum Beispiel auch angespielt.
Hat mich jetzt auch nicht so fesseln können, war ziemlich langweilig, das London-Schema. Und wie halt die anderen Teile auch. Ansonsten Just Cause 3 kommt auch noch, aber das weiß ich nicht, ob ich es mir holen werde. Es ist halt auch nur so ein bisschen Geballer. Kann man ja auch mal schauen, was man da so machen kann. Ansonsten Rainbow Six Siege ist natürlich auch draußen, habe ich mich mal ein bisschen so informiert. Anscheinend ist die Lust an dem Spiel nicht für die Dauer, deswegen weiß ich nicht, ob sich das da rentiert, 40 Euro auszugeben. Somit habe ich das Spiel mir jetzt bis jetzt noch nicht geholt. Und da ich halt eh momentan, wenn ich überhaupt zock, eigentlich nur... Alter, warum ist denn, bin ich gerade so shit? Ist das alles manuell? Und da ich eh zurzeit nur Black Ops zock, Black Ops 3, weiß ich nicht, ob sich das dann rentieren würde, da 40 Euro halt auszugeben für das Spiel. Ups, sorry, schlug auf. Es ist gar nicht so einfach, so wie es aussieht. Es sieht bestimmt simpel aus, aber es ist gar nicht einfach. Ich weiß auch nicht, also scheinbar tut mir das nicht gut, dass ich so eine lange Pause habe, weil irgendwie gar nichts mehr geht, wie ihr sehen könnt, aber ja, wie gesagt, FIFA taugt mir momentan gar nicht. Alter. Wow, yay. Und die ist schon schlimm genug, dass ich jetzt für diese Skill-Challenge, die ich ja gesagt habe, die auf jeden Fall drankommt, schon so lange jetzt gebraucht habe. Das ist die letzte Folge. Wie lange ist denn die her? 3 Wochen? 4 Wochen? Kommt hin. Ich habe auch nebenbei immer noch Goals für eine Gold-Compilation-Videos aufgenommen, aber da ich halt jetzt momentan nicht so viel spiele, ist halt, kommt kein neues Material dazu. Und was ich jetzt momentan halt dabei habe, ist halt nicht so viel wert, dass ich das jetzt veröffentlichen könnte, weil es einfach zu wenig ist. Deswegen sammle ich jetzt noch ein bisschen. Und dann kann ich mal wieder so eine Gold Compilation raushauen. Ich bin eh jetzt, oder ich bin Zweiter geworden, der Fuck. So, jetzt kommt fortgeschritten Schießen. Es sind halt echt viele Schießenübungen, sehe ich gerade. Ich glaube, ich teile es sogar auf in Schuss und fortgeschritten Schießen und dann Freistoß und Elfmeterschießen. Oder ich muss mal schauen, wie das jetzt, wie lange ich jetzt für den Challenge hier noch brauche. Wenn die ziemlich schnell geht, dann mache ich da alles heute auf einmal. Jo! Wenn es ein bisschen sich zieht, dann teile ich das halt in 2 Parts auf. Aber ist ja nicht schlimm, denke ich mal. Alter, das ist ey. Oh Mann. Ja, wenn es auch noch interessiert, unser Club, den wir hatten, der hat sich leider aufgelöst. Inaktivität hat halt nicht. Inaktivität, ha, Witz. Aktivität hat halt nicht so gestimmt, wie wir es uns vorgestellt haben. Und anfangs Leute gut daran zu holen, ist auch immer schwer. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir gehen getrennte Wege, suchen uns jeder so einen Club. Bisschen Verpflichtungen sind dann auf nicht auf unserer Seite, das ist auch ganz gut. Und ja, FIFA, wie gesagt, die Laune ist halt echt im Keller bei den meisten. Also es ging ja nicht... Wow, wow. Es ging ja nicht nur so bei uns. Man bekommt es ja mit in den anderen Clubs. Da fehlt auch die Laune, einfach mal so zu spielen. Schade eigentlich, weil FIFA ist halt so ein Spiel, das habe ich gern gespielt. Aber was soll man machen? Kann man nichts dagegen machen. Da muss man halt einfach durch irgendwie. Oh, der geht rein. Oder auch nicht. Ja, da muss man halt durch und schauen, dass es vielleicht beim nächsten Teil ein bisschen besser wird. Wow. Aber ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Die Lust von Jahr zu Jahr lässt nach. Es kommt halt auch nichts Gravierendes Neues dazu. Und am Pro-Club-Modus, ich spiele eh eigentlich nur aktiv Pro-Club, wird halt leider auch nichts verbessert. Das ist so der beste Modus eigentlich in ganz FIFA. Sogar vielleicht ein bisschen besser als Ultimate Team. Wobei halt die Leute, also EA, nur mit Ultimate Team Geld machen können, nicht mit Pro Club. Und dementsprechend halt auch nur am Ultimate Team Modus jedes Jahr feilen und den besser machen und neue Innovationen einbringen und sonst was. Ey, der geht rein. Aber man muss ja dazu sagen, es kamen ja dieses Jahr schon 4 neue Haarschnitte dazu.
Das ist schon einiges für EA. Innerhalb von 4 Jahren da 4 neue Haarschnitte reinzubringen, ey. Respekt, Mann, Respekt. Ansonsten ist halt genau alles gleich geblieben. Und das ist halt echt schade, weil die sich das so vermasseln. Die Chancen sind halt gegeben, aber es wird halt nicht genutzt. Verstehe ich zwar nicht, aber dementsprechend müssen sie dann halt auch damit rechnen, dass die Leute, also wir, die Spieler, die Lust an dem Spiel sozusagen verlieren und Alternativen suchen, sei es Pro Evolution, machen wir es mal jetzt ganz hart, oder sei es andere Games, like Counter-Strike oder Rainbow Six, GTA, so ein Scheiß halt, ne? Es ist dann selber schuld, wenn sie nichts Neues einbringen. Ist ja nicht so, als würde sich unsere Community nicht dafür einsetzen. Unsere Community setzt sich sehr dafür ein. Wir schreiben jedes Jahr so einen Katalog sozusagen mit Verbesserungsvorschlägen, was man einbringen könnte, neue Sachen, Bugfixes, die getätigt werden sollten. Und senden es sogar jedes Mal an EA, aber es hat sich bis jetzt wirklich noch gar nichts getan. Und du hast halt die ganze PC-Community sozusagen, oder beziehungsweise die ganze deutsche PC-Community dahinter. Und man merkt halt einfach keinen Fortschritt bei EA und es ist halt dann dementsprechend auch irgendwie traurig, kann man schon fast sagen. Und deprimierend und allgemein Spiel langweilender Fokus. Keine Ahnung, was ich gerade laber. Ich wollte mich gerade auf den Pass konzentrieren. Witz. Und ja, da muss man, oha, da muss man halt echt mal schauen, was da EA mal machen kann dagegen, dass das halt mal besser wird, wenn sie überhaupt mal Bock haben, was da zu verbessern. Manchmal habe ich halt nicht so das Gefühl, weil FIFA kann halt mit den, oder ist halt momentan meiner Meinung nach der beste Fußballsimulator, den es gibt. Und PES kommt nicht mal ansatzweise daran. Aber das ist halt auch irgendwie so das Ding, wo sich dann EA denkt, so, ey, wir sind eh on top. Die Spieler werden uns da nicht abspringen, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen, weil lieber spielt man dann halt ein, sagen wir mal so, schlechteres Spiel, als ein Spiel zu supporten, wo nur ans Geld gedacht wird, sozusagen, und den Rest sich keiner eigentlich so viel interessiert. Und ja, ist halt einfach so. Aber naja, was soll man dazu halt viel sagen? Wir Spieler können ja da nichts dagegen machen, außer Vorschläge einbringen, die dann halt eh nicht angenommen werden. Leider. Weil, ja, ist halt alles beschissen. Aber wie gesagt, das ist halt momentan der Grund, warum ich jetzt so inaktiv in YouTube oder auf YouTube geworden bin. Weil ich einfach zurzeit so gut wie kein FIFA spiel. Und es müsst ihr halt auch verstehen, deswegen schreibt mir einfach mal bitte in die Kommentare rein, fuck, ob ihr mal ein bisschen was von COD sehen wollt. Das war der falsche Trick. Weil dann kann ich mal ein paar so Live-Commentaries oder Dual-Commentaries raushauen für euch. Okay. Okay, Messi, alles klar, läuft bei dir. Und dann noch so ein paar Skull. Dann schauen wir halt, wie das so am besten läuft. Ob es gut ankommt, ob es eher halt weniger gut ankommt. Und dann denke ich, wird es schon. Dann haben wir halt ein bisschen Abwechslung hier auf dem Kanal. Aber wie gesagt, es ist halt besser, als wenn gar kein Video kommt. Denke ich, so ist meine Meinung. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr dazu steht. Deswegen schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, genau. Also, das Spiel ist halt live gerade momentan, ne, dass ihr Bescheid wisst. Man merkt es vielleicht auch, weil ich manchmal in so einer Brain-Phase bin, wo ich dann mal kurz überlege, was nun. Und dann rede ich ein bisschen im Kreis, weil ich. Wow. Messi rechts, alles klar. Messi links, alles klar. Messi Fallrückzieher, alles. Nein, auch nicht. Oha. Jo, wahrscheinlich macht Messi sowas. Er ist halt gar nicht OP oder so. Okay, nee, Ronaldo ist OP. Oh, shit! Der war mega, der war mega. Suarez. Oh, schade. Komm, verrückt hier nochmal. Bam. Alter, das hat so ein Drall, der Ball.
Und ja, jetzt habe ich halt momentan auch keinen Po-Club. Für die Leute, die sich da ein bisschen interessieren für. Aber ich teste noch so nebenbei. Also ich habe jetzt auch keinen Fokus so drauf gelegt zum Testen, wenn ich ehrlich bin. Hä? Achso, geil. Das ist ja cool. Das war jetzt mega cool. Dann bald vielleicht auch wieder ein bisschen Pro-Club-Videos. Ultimate Team vielleicht auch. Yo, Neymar. Was war das? Okay. Dann der zweite. Die meisten Leute sollten ja Marco kennen. Der ist zum Monosauber bei uns gemacht hat. Der macht halt jetzt momentan auch nicht so aktiv. Aber die Lust ist halt momentan echt so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Er hat eh nur zurzeit FIFA gemacht, zurzeit Summoners War gemacht. Deswegen auch kein FIFA, aber ja. Die Lust ist knapp bei uns und deswegen müssen wir schauen, wie wir das handhaben am besten. Und ich sehe gerade, wir sind schon bei 16 Minuten. Ich glaube, ich teile das jetzt auf. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das mal wirklich sehen wollt. Ob ihr ein bisschen so Abwechslung drin haben wollt oder nicht, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich es abwechslungsreich gestalte, dann fehlen die Zuschauer. Aber ist auch klar, weil FIFA-Kanal und so, und wenn ich dann was anderes raushaue, sei es Star Wars oder so, dann ist der Klick bzw. die Klickszahl nicht so wie bei FIFA. Aber Hauptsache, wir können da ein bisschen so eine Basis aufbauen, dass man sieht, ah, es ist nicht nur FIFA, es ist auch noch was anderes und man kann auch ein paar andere Leute noch dazu motivieren, hier zu bleiben und hierbei zuzuschauen. Und wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da und ich verabschiede mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Mal.